Liebe Schwestern und Brüder, herzlich begrüße ich Sie am Abend dieses 25. Sonntags im Jahreskreis. Wie versprochen zu später Stunde das digitale Vorwort heute wieder zum Reinhören. Der heutige Text stammt aus Matthäus Kapitel 20, 1-16. Ein Text, der hervorragend in unsere Pfarreiengemeinschaft Meckenheim hineinpasst. Denn es geht um die Ernte im Obstanbau, hier in dem speziellen Fall um einen Weinberg. Jesus schildert in seinem Gleichnis, wie der Besitzer des Weinberges hinausgeht und Arbeiter für die Ernte anwirbt. Das Ganze macht er mehrmals am Tag zu verschiedenen Uhrzeiten. Die erste Uhrzeit nach biblischem Begriff die erste Stunde, das wäre bei uns um 6 Uhr morgens, geht er auf den Markt und sagt, wer bei mir arbeitet, der verdient einen Denar. Ein Denar, das war ein fairer Lohn für einen Tagelöhner, damit kam man gut über die Runde und von daher werden zu dieser Zeit schon einige eingewilligt haben. Der Gutsbesitzer geht schließlich auch zur dritten, zur sechsten, zur neunten Stunde, da sind wir um 15 Uhr, hinaus und bietet weiterhin ein Denar für die Arbeit am Tag an. Zur elften Stunde geht er schließlich ein letztes Mal zum Markt und wirbt auch wieder für ein Denar Arbeiter an. Wer jetzt zu dieser späten Stunde noch seinen Arbeitsvertrag unterschreibt und sich zur Arbeit meldet, der hat wirklich Glück. Denn auf ihn wartet lediglich eine Stunde der schweren Arbeit von 17 bis 18 Uhr und dann ist schon wieder Feierabend. Man muss nicht sonderlich kreativ sein, um sich vorzustellen, wie die anderen Arbeiter, die von morgens 6 Uhr schon am Rackern sind, darauf reagiert haben. Sie hatten natürlich die Hoffnung, dass trotz der getroffenen Vereinbarung von einem Denar Tageslohn sie wesentlich mehr verdienen werden als diejenigen, die erst um 17 Uhr im Weinberg mit dazugestoßen sind. Doch schnell zeigt sich, Gottes Logik ist hier eine völlig andere als die menschliche Logik. Jesus will seinen Zuhörern deutlich machen, dass Gott sich über jeden freut, der seinen Ruf vernimmt. Soll heißen, die Berufung, die kann schon sehr früh im Leben beginnen. Bei vielen von uns hat sie in der kleinsten Kindheit begonnen mit der Taufe als Säugling. Doch es gibt auch immer wieder Menschen, die erst sehr spät Gottes Ruf in ihrem Leben vernehmen, in diese Beziehung eintauchen. Und hier wird uns noch einmal vor Augen gehalten, es gibt keine zwei oder drei Klassen Christenheit, wo der eine besser, frommer, heiliger ist als der andere, nur weil er länger dabei ist und schon vermeintlich viel mehr weiß. Gott freut sich über jeden, der in seine Beziehung und seine Nachfolge tritt, egal wann, egal wie spät, Hauptsache man ist mit dem Herzen dabei. Der Lohn ist schließlich für alle gleich, das heißt, es gibt keine größeren Gnadenpakete, nur weil man schon länger Christin oder Christ ist. Wenn wir auf den Denar noch einmal schauen, dann ist er auch symbolisch für das, was wichtig ist im Leben. Es gibt viele Dinge, die wir sicherlich im Überfluss haben, es gibt aber auch viele Dinge, die uns freilich immer wieder fehlen. Doch worauf es ankommt, das, was im Leben notwendig ist, was uns Orientierung und Halt geben kann, auch für diese Welt das Wesentliche ist, das ist die Beziehung zu Gott, die unser Miteinander gestalten kann und will. Das zu erkennen, das gelingt den einen sehr früh im Leben, andere vielleicht in der letzten Stunde ihres Lebens. Doch halten wir uns vor Augen, dass wir vor Gott hier alle in der gleichen Qualität betrachtet werden und dass er sich über jeden Einzelnen freut, egal wie spät er zu ihm findet, dass er ihn aufnimmt in seinen Weinberg, ihn an seiner Seite haben will und ihm den gleichen Lohn gibt, für das, was er leistet, für das, was er am Reich Gottes mitwirkt. Wenn Sie mögen, dann nehmen Sie doch gerne für die anbrechende Woche mit ins Gebet, um geistliche Berufung zu beten, dass Menschen den Ruf Gottes in ihrem Leben erfahren, ihre Gaben einbringen in die Gemeinden und Gemeinschaften, in denen sie leben, dass deutlich wird, dass sie aus der Liebe Gottes heraus ihr Wirken, ihr Tun, ihr Denken gestalten. Wenn es uns gelingt, in dieser Nachfolge zu bleiben und vielleicht anderen auch diese Nachfolge schmackhaft zu machen, dann leisten wir einen wichtigen Beitrag, dass die Menschen das Wesentliche erkennen können. Wir alle haben diesen Denar, der das Lebensnotwendige symbolisiert, verdient, jeder einzelne von uns in dieser Welt. Lassen wir uns also nicht mit Neid darauf schauen, wenn jemand plötzlich in der Gemeinde auftaucht, der vorher noch nicht in Erscheinung getreten ist und gute Dinge vorantreibt, sondern lassen Sie uns gemeinsam freuen für Menschen, die diesen Ruf neu entdecken, sie unterstützen und ermutigen, hier weiterzuarbeiten.
Das wünsche ich uns und unserer Kirche von ganzem Herzen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen für die anbrechende Woche. Alles Gute und bis demnächst.